Sagen Sie mal, sind Sie auch so ungeheuer misstrauisch? Ungeheuer. Wir denken, die Menschen sind alle so ungeheuer misstrauisch. Aber nicht ohne Berechtigung. Überhaupt nicht. Unser Misstrauen ist auch gesund. Wir brauchen unser gesundes, berechtigtes Misstrauen als eine Art Selbstschutz. Genau. Der denkende Mensch von heute muss ganz einfach misstrauisch sein. Ungeheuer. So ungeheuer misstrauisch, ja. Weil alle versuchen, uns denkende Menschen von heute reinzulegen. Übers Ohr zu hauen. Apropos Ohr, haben Sie schon gehört? Nein. Sie wissen ja gar nicht, was ich sagen will. Ich gebe nichts auf Hören sagen. Hm? Aha. Ich glaube nämlich nicht, was ich höre. Glauben Sie, was Sie hören? Verzeihen Sie, es war eine Gedankenlosigkeit. Ich glaube nichts, was ich höre. Ach. Ja. Ja. Ich habe ein starkes Misstrauen gegen sinnliche Wahrnehmung. Ein starkes begreifliches Misstrauen. Ja, ja. Ich glaube auch nichts, was ich rieche. Ich glaube... Ja, bitte? Ich glaube, Sie haben recht. Ja. Ich roch neulich Fischsuppe. In Wahrheit war es eine Hühnerbrühe. Da sehen Sie es. Ja. Ich glaube nichts, was ich rieche. Ich habe so ein unüberwindliches Misstrauen gegen alles, was nicht konkret fassbar ist. Ein verständliches. Ein unüberwindliches, verständliches Misstrauen. Jawohl, ich glaube auf nichts, was ich schmecke. Ich glaube... Ja, bitte? Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich aß neulich etwas, das schmeckte nach nichts. In Wahrheit war es ein Hamburger. Ja. Da sehen Sie es. Ich glaube nicht, was ich schmecke. Ich glaube auch nichts, was ich fühle. Seinen Gefühlen glauben ist ja das Schlimmste. Ich glaube... Ja, bitte? Ich glaube, ich weiß, was Sie glauben. Ich glaube auch nichts, was ich weiß. Nein. Ich habe ein unbezwingliches Misstrauen gegenüber jeder Art von Wissen. Ein unbezwingliches, kerniges Misstrauen, jawohl. Ich glaube... Ja, bitte? Ich glaube, Sie glauben wie ich nur das, was Sie sehen. Richtig. Ja. Ich glaube nur, was ich sehe. Ja. Das hat schon mein Vater mal gesagt. Und er war ein gestandener, kerniger, deutscher Mann, dem so leicht keiner was vormachen konnte, nicht? Ich glaube nur, was ich sehe. Und das zeugt von einem gestandenen, kernigen, deutschen Misstrauen gegenüber dem Wort. Ich glaube nur, was ich sehe. Das hat schon mein Vater immer gesagt, nicht? Das ist eine gestandene, kernige, deutsche Lebensart. Die sich nicht scheut, Lüge zu nennen, was in den Zeitungen geschrieben steht. Nutzloses Zeug, was in den Büchern zu lesen ist. Hohles Geschwätz, was sie im Radio sagen. Und leeres Gewäsch, was in den Parlamenten geredet wird. Wir glauben nur, was wir sehen. Das haben schon unsere Väter immer gesagt. Und weil sie so gestandene, kernige deutsche Männer waren, denen so leicht keiner was vormachen konnte. Darum tun wir es ihnen gleich und sagen auch für unsere Personen, wir glauben nur, was wir sehen. Das heißt mit anderen Worten, seit es das Fernsehen gibt, glauben wir alles. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon mal an dieser Stelle gestanden habe, dass ich bin ja, was öffentliches Benehmen betrifft, da gibt's gar nichts zu lachen. Das ist für mich ein ernstes Problem. Ich arbeite daran seit Jahren. Ich bin wirklich, was Sittengebräuche oder sagen wir mal, man sagt Umgangsformen, glaube ich, bin ich absolut anarcho-christlich ungebildet. Also kurz, ich weiß wirklich nichts und sitze meistenteils ratlos, nicht in der Zirkuskuppel, aber in der Hotelhalle. Nun liegt es ja zum großen Teil daran, dass ich von Geburt an äußerst begriffsstutzig oder andere in der Familie haben auch gesagt, lernunfähig, weil nicht lernbereit bin, haben nächste Anverwandte gesagt zu mir. Er ist lernunfähig, weil nicht lernbereit. Lass es. Anna, lass es. Meine Tochter heißt Anna. Jedenfalls hinzu, dann können Sie sich denken, wer es gesagt hat. Jedenfalls, außer begriffsstutzig, hinzu kommt natürlich noch meine ausgeprägte niederrheinische Dickschädeligkeit und auch mein Stolz, und zwar eben darauf, vieles nicht zu beherrschen. Hm? Ja. Ja, letzten Endes bin ich auch deshalb unter die Komiker gegangen. Hm? Das hat einen ganz direkten logischen Zusammenhang und verdiene damit ja schon seit Jahren mein Vollkornbrot. Wie viele Tausende von Menschen, die gelassen haben, mir schon zu mit dem Ruf, er begreift es nicht, er kapiert es nicht. Und ich habe zurückgerufen, ja, so ist es, Freunde. Neulich saß ich mit einer Freundin in der Bar eines Nobelhotels für leitende Herren und leitende Damen. Wir hatten beide zwei Kännchen Kaffee und zwei Williamsbirnen in uns, waren also sehr guter Dinge und hatten wohl unsere Mäntel nur so über den Stuhl gelegt. Und meiner Guten fiel auf einmal ein, mir folgende Spielregel zu erklären. Das hätte sie nicht machen sollen. Sie sagte mit ihrem Himbeermund, wohl angeregt durch unsere Mäntel, oder war es nur mein schäbiger Mantel? Mein Mantel ist wirklich zurzeit schäbig und nichtsnutzig. Ich soll im Frühjahr einen neuen kriegen.
Sie sagte zu mir, der Herr geht an die Garderobe, zieht dort an der Garderobe zuerst seinen Mantel an, nimmt dann den Mantel seiner Begleiterin über den Arm, bringt ihn der Dame an den Tisch, hält dort den Mantel dann zum An- oder Überziehen bereit und so weiter und so weiter und so weiter. In solchen Momenten weiß ich nie, wie mir geschieht. Ich weiß auch bis heute nicht, warum gerade in diesem Augenblick dieser Satz, es war ein Fehler, nicht von mir, sondern von ihr. Denn solche Sätze sitzen dann wie ein Stachel tief in meiner Herrenausstatterseele und bringen jeden Komiker ins Schleudern, jeden. Und man fragt sich doch dann sofort, wie oft hast du das schon falsch gemacht? Und wie kannst du dich jetzt aus dieser furchtbaren Affäre ziehen, sodass das Ganze nicht noch weitere Kreise zieht? Wie kannst du einen Skandal folgen, vor allem tiefenpsychologisch gesehen, sozusagen analytisch? Wie kannst du zeigen, dass du auf die Dauer doch wertvoll bist? Na, ganz einfach. Ganz einfach. Ein Tipp, ich empfehle es Ihnen, wenn Sie in eine solche Situation geraten. Indem man diesen Satz, der Herr geht an die Garderobe und so weiter, bei jeder Gelegenheit zitiert. Vor dem Einschlafen, beim Aufwachen, in der Kirche, unter Wasser, beim Zahnarzt und so weiter. Oder aber man macht aus diesem Satz eine völlig neue Geschichte, so als hätte man das Ganze total missverstanden. Zum Beispiel, der Ober geht mit dem Tablett an die Rezeption, holt den Mantel der Dame und knallt ihn den Herrn auf den Tisch. Oder wenn man zum Beispiel in einer Stadt ist, wo es einen Dom oder einen Münster gibt, vielleicht auch, ich gehe schon mal mit meinem Mantel in den Dom und bring dir deinen nach der Beichte. Das sind natürlich gewagte Sätze, nicht? Aber es sind die Waffen eines Komikers, meine Damen und Herren. Die einzigen übrigens. Ich gebe es zu, ich bin nicht lernbereit. Auch folgender Satz wäre sehr schön. Der nackte Herr geht an die Garderobe, zieht doch den Mantel der Dame an, nimmt dann seinen Mantel über den Arm, geht zurück an den Tisch und hält seinen Mantel der nackten Dame hin und ruft dabei Oberzahlen. Ich finde, es ist ein wunderbarer Satz, aber ich vermute, schwer durchzusetzen. Dankeschön. Sie müssen jetzt ein bisschen mitarbeiten. Also Sie müssen jetzt selbst in Ihrem Kopf Bilder schaffen. Wie lange geht's vielleicht noch? Ich meine, wie lange sehen Sie schon fern? Naja, vielleicht geht's noch. Also, zwei Buben sitzen sich gegenüber und der eine hat so einen wunderschönen Spielzeugdampfer, so groß, in der Hand und das ist ein wirklich schöner Dampfer, so wie in Wirklichkeit, ne? Also so wie ein Traumschiff nun mal ist. Wunderschön lackiert in vielen, vielen leuchtenden Farben und alles ist genauso da dran wie an einem richtigen Dampfer. Die Reling nachgebildet, so ganz klein, oben die Kommandobrücke, der Kapitän drauf, kleine Wimpel, Fahnen, Flaggen, alles. Ja, es fehlt nur noch, dass da dann so ein Rauch rauskommt aus dem Schotten. Ja, gut, so weit geht's nicht. Also, der hat ihn da in der Hand, stolz sitzt er da und ihm gegenüber sitzt ein Knabe und der hat so ein Stück Holz in der Hand, so groß. Und das ist an der einen Ecke ein bisschen schwarz. Und jetzt sagt der Junge mit dem Spielzeugdampfer zu dem mit dem Holzstück, so einen schönen Dampfer wie ich hast du, aber nicht, hast du ja nicht. Na und? Sagt der andere. Ist ja richtig, aber mit dem Ding traust du dir überhaupt ja nicht richtig zu spielen. Wieso, warum nicht? Weil das ja nicht wie ein richtiges Spielzeug aussieht, sondern, na sag doch, sondern mehr so wie ein Andenken zum Aufheben, wisse, wie bei deiner Oma auf der Kommode oder so. Du bist ja bloß neidisch. Siehst du mal lieber richtig an, siehst du mal. Musik, Janik. Je mehr ich hinsehe, umso schneller, wie es sich wird, aussieht.
Dein Spielzeug ist ja bloß ein altes Stück Holz, ist es ja bloß. Ja, aber wenn ich will, ist es ein Otto. Na, dann will doch mal. Nö. Ich hab keinen Führerschein. Da drüben in den Spielzeugwarengeschäft kannst du ja Führerscheine für Kinder kaufen. Kannst du 70 Pfennig das Stück kannst du kaufen. Gibt's. Nö. Mit dem kann man mein Auto ja nicht fahren. Ja, weil du ja kein Auto draus nicht machen kannst. Kannst du nämlich überhaupt nicht. Nee, weil nur der mit dem Auto fahren kann, der auch weiß, dass das ein Auto ist. Da drüben in den Spielzeugwarengeschäft gibt's auch richtige Autos zu kaufen, richtige Spielzeugautos zu kaufen. Nee, mach ich nicht. Aus denen kann man wieder kein Schiff machen. Mach doch mal ein Auto aus dem Schiff. Bloß so zum Spaß. Ich spiele nicht mit Kindern, die bloß so zum Spaß spielen. Wie soll man denn spielen? Richtig ernsthaft, sonst macht's keinen Spaß. Sag mal, du? Ja. Du sag doch mal. Ja, was willst du denn? Sag mal, warum ist denn dein Schiff da so schwarz? Naja, weil meine Mama hat's beinahe verbrannt. Da habe ich's wieder aus dem Ofen geholt. Sie hat auch nicht geglaubt, dass das ein Ozeandampfer ist. Und hat gedacht, das ist ein Holzscheit. Ja, wenn du es verbrannt hättest du ja ein anderes Holzscheit nehmen können, hättest du ja. Was mache ich denn mit Holzscheit? Na, ich hätte es auch in den Ofen gesteckt. Wie soll man denn wissen, dass das ein Ozeandampfer ist? Ja, weil du nicht richtig spielen kannst. Meine Mama auch nicht. Und mein Papa, der hat sogar noch geschimpft, als ich geheult habe über den Schiffsbrand. Das wäre bloß Holz, hat er gesagt. Material. Dabei hat mein Schiff gerade im Hafen gelegen und vielen Menschen, die alle nach Amerika wollten, die standen da an der Reling und dann hat oben eine Bordkapelle gespielt, da oben, und hat gespielt, muss ich denn, sagt der. Und dann der Schornsteiner hat immer geraucht und da oben auf der Kommandobrücke, da ganz oben, da steht der Kapitän immer mit einer weißen Mütze und einer weißen Uniform. Das bin ich, ja. Und die Schiffssirene hat geheult und meine Mama auch. Und alle waren da, meine Lehrer waren alle gekommen. Und auch mein Rechenlehrer, der immer gesagt hat, aus mir wird nichts. Oh, der stand da und der hatte solche Bullaugen gemacht, voll Staunen, kann ich da sagen. Und gerade will ich mit meinem Schiff in See stechen, da hat meine Mama einen Ofen gestochen. Jetzt habe ich mein Schiff umgebaut. Als U-Boot. Damit versenke ich alle großen Schiffe und deinen blöden Blechdampfer auch. Ja, aber die vielen Menschen, die dann dabei ertrinken. Was? Auf dem Ding kann ich mir überhaupt keine Menschen vorstellen. Doch, mein Dampfer hat 800 Mann Besatzung und der Kapitän kann nicht schwimmen. Wollen wir Dampfer spielen? Jetzt gefällt aber schon ein bisschen besser. Du? Ja, was? Du sag mal. Ja, sag doch, was ist denn? Ja, kann ich was fragen? Ja, natürlich kannst du fragen, was ist denn? Wollen wir tauschen? Ich wollte dich eigentlich nicht erst hier in Bern fragen, immer eigentlich schon mal, sind das eigentlich die Geschichten, die Dieter Hildebrand so, ich will nicht sagen nebenbei, aber so quasi erst mal so für sich schreibt, oder wie ist das? Denn eigentlich sind es ja, wenn man so eine Geschichte hört, zunächst für viele, nehme ich an, ungewohnt, denn du bist ja doch der Chronist unserer Zeit, unserer Gesellschaft, ja. Der Augen- und Ohrenzeuge in unserer großen Kabarett- und Kleinkunstszene.
bin ich da, vielleicht da völlig falsch, oder naja, mit dieser Geschichte beispielsweise? Früher habe ich so geschrieben und das da kam ich nicht mehr dazu. Wie gesagt, du hast es ja gerade gesagt, ich wurde dann dazu verdonnert, die Aktualität immer in den Griff zu bekommen. Und dann machte ich immer diese Soli, wo die ganzen Namen immer fielen. Und das Seebohm und was weiß ich alles, ich kenne sie gar nicht mehr alle. Und da kam ich natürlich nicht dazu, solche Texte zu schreiben, aber ich mache das gerne und ich will es in Zukunft viel mehr machen. Also, ja, ja. Es gefällt den Leuten ja auch, wie wir gesehen haben, nicht? Oder? Ja, viele begreifen ja auch, was ich damit sagen will. Ne? Ja, das ist ja... Ich find, das ist ja hochpolitisch, das ist ja klar. Eben, ne? Letzten Endes, ja. Weil Fantasie ist der natürliche Feind der Dingen, das ist doch klar. Ne? Ja, das ist logisch. Ja. Und wenn Kinder gut spielen können und also gar nichts brauchen an Real, dann sind sie natürlich später ganz, ganz wenig Stadtbilder. Ne? Weißt du, wenn Kinder plötzlich anfangen, runde Häuser zu malen, dann werden die vielleicht Architekten und das ist Chaos, das ist das absolute Chaos. Ja. Kann keine Partei mehr 60% kriegen, das ist alles aus. Aber du schreibst ja nun nicht nur, das muss man vielleicht noch kurz auch ruhig sagen, du bist ja ein Vertreter, genau wie wir alle anderen, auch der kleinen Form bisher gewesen, des Gedichtes, des Sketches, der Konferenz, des Liedes ab und zu. Ja, bleibe ich auch. Du bist ja jetzt ein bisschen zur großen Form übergegangen. Ich würde sagen, Gottlob sogar. Du hast also etwas mehr geschrieben als die übliche Kurzgeschichte oder kleine Geschichte. Ja, also hier nicht immer diese Sendung benutzen. Da kommt immer einer und sagt, ich habe gerade ein Buch geschrieben und möchte einfach nicht das hier erwähnen, dass ich ein Buch geschrieben habe. Ich glaube, nein. Kostet 36 Mark. Ich meine, das will ich alles nicht erzählen. Und aber ich meine, wenn du es nicht erzählen willst, der Titel heißt, was bleibt mir übrig? Ich finde den Titel hinreißend. Bin neidisch, regelrecht, ja. Na, nun ist weil er so stimmt, weil er so stimmt. Ja, jetzt kommt deine nächste große Reportage oder vielmehr die Einführung in eine Reportage, sehe ich das richtig? Gut, dann nehme ich jetzt mein Dings und... Gehst wieder nach Bayern zurück. Also das ist so, ich kannte einen Abteilungsleiter vom Bayerischen Rundfunk und da dachte ich mir, das kannst du auch. Aber wie? In München hat ja nun eine berüchtigte Gesellschaft. Da sagte jemand zu mir, das ist ganz einfach, da kommst du jederzeit rein, ist an jeder Ecke ein kaltes Buffet, da sind immer die Leute da, auf die es ankommt. Und wenn du hingehst und widerstandslos zu dir nimmst, was man dir dort anbietet und trotz der dort weilenden Menschen auch bei dir behältst, ich hab sofort einen Kontakt gehabt, ne? Ich war in einem Rundfunkrat und der hat mich sofort auf eine Liste gesetzt, ein Hearing, das ist ganz was Tolles. Da steht man da oben und wird dann ausgefragt. Außer da wird man also gefragt, was man für einer ist und was man freiwillig für einer zu werden bereit sein muss, um diesen Job. Kommt dann sofort, sitzt unten ein Gremium. Das hört sich nur so an, das sind nur Leute. Und da werden so Fragen hochgeschleudert. Da steht man dann so allein da. Und die erste Frage lautet zum Beispiel, wie stehen Sie zum Staat? Und da habe ich gesagt, etwas verschreckt. Ja, immer so. Auf alles gefasst. Das ist dann nicht so gut angekommen wie hier. Und die Leute fingen plötzlich unten an zu schreiben. Das ist immer schlecht. Und dann habe ich noch gefragt, was halten Sie von Privateigentum? Da habe ich gesagt, ja. Er hat es auch nicht so gemeint. Und dann fragte er, was glauben Sie, ist Staatseigentum? Da habe ich gesagt, das ist das, was der Staat dem Bürger vom Munde abspart. Da bin ich dann nicht mehr sehr viel gefragt worden. Eine Dame hat mich noch gefragt, welche Abteilung ich zu leiten kenne. Ich habe gesagt, ja, Satire, aktuell, Zeitgeschehen. Aber dann hat sie mich gefragt, ob ich das schon mal gemacht hätte. Und da wurde ich dann etwas stockig, etwas bockig. Und dann, die hätten ja bloß in dieses Büchlein schauen müssen. Hören Sie da, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, da hatte ich ja alles niedergelegt, was ich so denke. Wenn die das gelesen hätten, dann hätten die mich gar nicht mehr hieringen müssen, ne? Aber es gibt Raketen, die fangen beim Starten gleich wieder zu landen an. Das Buch liegt jetzt in allen deutschen Buchläden, wie ein Stein. Mein Verleger hat gesagt, es wäre aber nicht schlimm, es wäre on a recycling way. Ja, Sie lachen, aber ich habe damals nicht gewusst, was das bedeutet. Ne? Heute weiß ich, das ist das Endprodukt eines Verdauungsvorganges, das als Dünger verwendet, wie etwas zum Blühen bringt, was man wieder fressen kann, damit man es wieder also schlicht scheiße. Ja. Ja. Mein Buch ist also ein Recycling-Way. Aber ich meine, ja, nicht schlecht, weil auf der Buchmesse waren 92.000 Neuerscheinungen. Ne?
Verrückt. 92.000. Das sieht aber danach aus, als ob der Deutsche doch langsam einen Hang zum Zweitbuch entwickelt. Ja, nicht schlecht. Ist klar, wer einen Konsalik gelesen hat, der will natürlich auch den nächsten, ne? Ist klar. Ja. Und der schreibt, der Konsalik, und schreibt und schreibt und schreibt und emsig, emsig. Der hat Angst, dass die Leser ihn einholen. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich bei dem Hearing durchgefallen... Ja, haben Sie schon gesagt. Man hat mir gesagt, es ginge nicht, ich könnte nicht Abteilungsleiter werden, weil wenn ich das würde, dann wäre die parteipolitische Unabhängigkeit im Rundfunk nicht gewährleistet. Na? Da habe ich es dann über eine Partei versucht. Und schon war ich Abteilungsleiter. Ich habe erst noch einen Umweg gemacht, hätte ich gar nicht machen müssen. Ne? Ich habe gedacht, machst dich verdient. Ne? Habe ich mich beworben um meinen Listenplatz in der SPD, Sozialdemokratischen Partei. Aber bis da mal einer... Und die leben lange. Ein Listenplatz in der SPD ist wie eine Grundbucheintragung. Naja, habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich bei dem Hearing... Ja, nein, schon. Ich habe es dann anders versucht. Ich habe dann für die Partei angefangen zu arbeiten. Ich habe Plakate geklebt im Wahlkampf, habe dann die Plakate des Gegners abgerissen, habe dem politischen Gegner freudlose Gesichter geschnitten. Daraufhin haben die Genossen gedacht, oh, Moment mal, der will wohl hier Karriere machen. Waren ganz aufmerksam und dann fingen sie etwas ganz Gemeines an. Sie fingen an, mich hinter meinem Rücken zu loben. Innerhalb von 3 Wochen war ich im Rundfunk. Abteilungsleiter. Gemeinerweise war, also, da muss man ja vorsichtig sein in dem Rundfunk, kann man ja auch nicht alles sagen, nicht? Da war es aus mit meiner Geschwätzigkeit, weil wenn man da so rumsteht, da schnüffeln da dauernd Leute vorbei, ne? Die Menschen, die schnüffeln nach Radikalen im Rundfunk. Wie die Trüffelhunde. Ja, ich weiß, man nimmt eigentlich Schweine, aber so weit wollte ich nicht. Als ich ankam hier mit meinem als Abteilungsleiter, praktisch war gar keine Planstelle frei. Aber das macht nichts. In diesem Falle wird dann sofort eine geschaffen. Mit Sekretärin, mit Büro, mit 2 Sekretärinnen. Ich hatte gleich 2. Ja, egal welche Abteilung. Ich bin jetzt in der Hauptabteilung Blasmusik und leite die Abteilung Flöte. Weil aber dann nach einer Woche kam noch einer, wurde das gesplittet. Ich bin jetzt Abteilungsleiter Querflöte. Und streite mich mit meinem Kollegen von der Abteilung Blockflöte, in welchen Kompetenzbereich die indonesische Nasenflöte fällt. Also das ist dann schon so ein Aktenvorgang, haben wir gegenseitig erarbeitet. Wir kommen überhaupt nicht mehr zu Konzerten, ist auch nicht wichtig, ist auch viel zu schwierig. Wissen Sie, ein richtig ausgewogenes Streichquartett, was glauben Sie, wie schwer das ist? Ne? Nicht einmal eine Flöte, aber das macht nichts. Es ist fast nicht zusammenzustellen, weil ja alles stimmen muss. Der erste Geiger muss in der richtigen Partei sein, der zweite in der richtigen Gewerkschaft, der dritte muss in der richtigen Religion sein und dann wiederum die richtige Partei zur richtigen Religion. Ich kann Ihnen sagen, wir haben einen ersten Geiger, der kann gar nicht geigen, aber ist wichtig, er ist in der richtigen Partei, er hat das richtige Parteibuch. Er ist in Wirklichkeit Trompeter und das ist er auch nicht einmal. Der hat nur früher in Steinbrüchen vor Sprengungen geblasen, aber er ist... Die Musik klingt so beschissen, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Aber es ist Ruhe im Laden, ne? Schön, sagt mir, neulich kam der Programmdirektor, legte mir seine Hand auf die Schulter, das hätte er früher nicht einmal, er hätte mich nicht einmal mit dem Hintern angeschaut, nicht? Jetzt legt er mir die Hand auf und sagt zu mir, ich wäre auf dem richtigen Wege. So fühle ich mich auch jetzt. I am on a recycling way.
Aber ich freue mich, wissen Sie, Rundfunk, das ist ein Job. Na, muss man beim Rundfunk oder beim Fernsehen, muss man sagen, das ist ein Job. Weil ist ja klar, ist ja wichtig, nicht? Ist ein ganz wichtiges politisches Instrument. Sie wissen ja, wenn man also Revolutionen macht irgendwo, wird ja der Rundfunk zuerst besetzt, ob in Südamerika oder wo immer. Ne? Also bei Put, also bei so Revolutionen, ne? Dann gehen die hin, ne? Besetzen jeden Posten dort mit Militär oder so und mit eigenen Leuten und dann wenn fällt mir ein, wenn die CSU morgen putscht, braucht sie den Bayerischen Rundfunk gar nicht mehr zu besetzen. Entschuldigen Sie, verehrter Herr Kollege, ich hätte da eine kleine Zwischenfrage. Eine Zwischenfrage, ja. Ja, ich bin im Moment, da ja nun in unseren Breiten alles drunter und drüber geht, etwas durcheinander und habe seit einigen Tagen den Überblick verloren. Sagen Sie, Herr Kollege, sagen Sie mir doch bitte, was kommt eigentlich zuerst, die Kunst oder der Mensch? Oder der Mensch und dann die Kunst? Nun, Herr Kollege, zuerst kommt doch bekanntlich das Fressen, nicht? Und dann die Moral. Ach ja, richtig, ja, das ja. Hatte ich ganz vergessen. Also, ja. Gut, ja, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral und dann die Kunst und dann... Wobei ja, entschuldigen Sie vielmals, Herr Kollege, dass ich Sie unterbreche, eigentlich war ja zuerst das Wort, nicht? Am Anfang war das Wort, steht ja schon in der Bibel. Also, zuerst kommt das Wort, dann kommt der Glaube und dann die Hoffnung. Ja, 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 richtig, vielen Dank, ja, wie oberflächlich man doch ist. Ja. Also, nochmal, zuerst kommt das Wort und dann das Fressen. Nein, nach dem Wort kommt zuerst der Glaube und dann die Hoffnung und dann erst das Fressen. Ach, natürlich. Ja, Herr Kollege, danke, danke, jetzt weiß ich schon weiter. Das Fressen und dann die Moral und dann die Kunst. Eigentlich kommt ja erst der Frieden, Herr Kollege. Aber natürlich, ja. Der Weltfrieden, Herr Kollege. Der Weltfrieden. Zuerst kommt der Weltfrieden und dann der Frieden und dann kommt der Welthandel. Wir dürfen aber die Einzelhändler nicht verbittern. Oh nein, vielen Dank. Zuerst kommt der Einzelhandel, dann kommt der Welthandel, dann das Wort und dann die Hoffnung. Und ich würde sagen, verzeihen Sie, eigentlich, also zuerst kommt ja eigentlich die Gesundheit, dann der Wald und dann die Atmung. Und das Auto nicht zu vergessen. Natürlich, ja, das Auto. Also nochmal, zuerst kommt die Gesundheit, dann der Wald, dann die Atmung, dann das Auto, dann der Einzelhandel, dann das Geld. Oh ja, das Geld haben wir bisher völlig übersehen. Zuerst kommt natürlich das Geld. Nein, zuerst kommt die Gesundheit. Nein, zuerst kommt das Geld. Bitte, wenn Sie unbedingt wollen, bitte, zuerst kommt das Geld, dann die Gewerkschaft, dann die freie Marktwirtschaft, dann die Weltwirtschaft. Und dann der Welthandel. Die Zellteilung. Der Welthandel. Nein, die Zellteilung. Wie bitte? Die Zellteilung. Also Sie meinen die Selbstverwirklichung? Nein, ich meine die Zellteilung. Also gut, also zuerst kommt die Zellteilung, wenn Sie unbedingt wollen, und dann das Geld. Und dann der Welthandel und dann die Weltwirtschaft. Und dann die freie Marktwirtschaft und dann der Einzelhandel. Und dann der Weltfrieden und dann der Frieden. Dann die Gesundheit, dann die Selbstverwirklichung. Dann das Auto und dann die Gewerkschaft. Dann das Fressen, dann der Wald und dann die Atmung. Dann der Glaube, dann die Hoffnung und dann die Moral. Und dann das Wort und dann die Kunst. Na also, jetzt haben wir es doch, Herr Kollege, wir hätten das gedacht. Danke, vielen herzlichen Dank. Sagen Sie mal, Herr Kollege, was kommt zuletzt? Dumme Frage. Der Mensch natürlich. Wir haben einen Bundeskanzler, der als Politiker nicht sehr gefürchtet ist. Wohl aber als Redner. Er hat die Eigenart, nie einem Text zu glauben. Er ist ein Bekräftigungsrhetoriker. Und ich habe mir immer vorgestellt, ein Politiker dazu übergegangen, wenn sie keine guten Schlüsse finden bei Reden, dann Deutschklassiker zu missbrauchen. Ich stelle mir immer vor, wenn unser Bundeskanzler einen Klassiker spricht, wie das wohl aussehen wird. Helmut Kohl spricht Matthias Claudius. Der Mond, meine Damen und Herren, und das möchte ich hier an aller Offenheit sagen, ist aufgegangen. Und niemand von Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wird mich daran hindern, hier in aller Entschlossenheit festzustellen,
die goldenen Sternlein prangen. Und wenn Sie mich, meine Damen und Herren, liebe Freunde, und wenn Sie mich fragen, wo, dann sage ich es Ihnen mit allem Nachdruck, der mir zu Gebote steht. Am Himmel. Und zwar, und das sei hier in aller Eindeutigkeit gesagt, so wie meine Freunde und ich uns immer zu allen Problemen geäußert haben. Hell und klar. Und ich scheue mich auch nicht, hier an dieser Stelle ganz konkret zu behaupten, der Wald steht schwarz. Nun lassen Sie mich in aller Bescheidenheit zufügen. Und schweiget. Und hier sind wir doch alle aufgerufen. Gemeinsam. Die uns alle gemeinsam tief bewegende Frage. An uns alle zu richten. An uns alle gemeinsam. Wie geht es denn weiter? Nun, liebe Freunde, meine Damen und Herren, ich habe den Mut. Und die tiefe Bereitschaft. Und die Entschlossenheit. Hier in allem Freimut. Zu bekennen, dass ich es weiß, nämlich und aus den Wiesen steiget. Das, was meine Reden immer ausgezeichnet hat, der weiße Nebel, wunderbar.